keine 12 Stunden Druckverband mehr und langes Liegen, sondern direktes Aufstehen nach dem Eingriff mittels Gefäßverschlusssystem. Also bisher war es so, dass wir nach einer zum Beispiel Katheterablation die Leiste verschlossen haben mit einem Druckverband, der am Anfang 18 Stunden auf der Leiste blieb, sehr strammer Druckverband, später waren es dann 12 Stunden. Aktuell könnten wir das deutlich reduzieren mit einer Naht in der Haut letztendlich auf 4 Stunden, wo wir aktuell sind. Und das sind so die gängigen Verfahren. Als neue Alternativen zu Gefäßverschluss nach Katheterablation zum Beispiel gibt es venöse Gefäßverschlusssysteme, wo wir die Punktionsstelle entweder mittels Naht im Gefäß selber oder mittels eines kleinen Pfropfens oder Korkens, der das Gefäß an der Stelle, wo man punktiert hat, direkt nach dem Eingriff verschließt. So hat man die Möglichkeit, direkt nach der Prozedur, wenn man wieder wach ist, sofort aufzustehen und ohne Druckverband diese Prozeduren zu überstehen. Die neuen Verfahren bieten eben die Möglichkeit, dass unsere Patienten direkt nach dem Eingriff wieder aufstehen können. Und da wir uns alle auf die sogenannte Ambulantisierung vorbereiten im Gesundheitssystem, haben wir hier die Möglichkeit, dass die Patienten am selben Tag nach dem Eingriff nach Hause gehen können und sich keine Sorgen machen müssen, dass die Leiste wieder blutet.